Guten Morgen. Ich habe ja ganz viel gelesen, dass ihr euch mal wieder ein Follow Me Around wünscht. Und heute ist bei uns in Lübeck verkaufsoffener Sonntag. Und da werden mein Schatzi und ich heute hin und ein bisschen vielleicht shoppen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, bei mir startet wie immer der Tag mit einem Kaffee. Und dann habe ich jetzt gerade eure Kommis beantwortet von meinem letzten Video, das Drogerie-Make-up Summer Fresh. Und jetzt haben wir es gerade 10:45 Uhr, 2. Juni. Und jetzt trinke ich meinen Kaffee, wie gesagt. Und vor allem muss ich jetzt meine Nägel schon mal ablackieren. Die sehen ja schon richtig grässlich aus. Das ist dieser von Kiko, dieser Sugar Matt. Und ich entscheide mich heute für Kiko, die Nummer 389. Diesen hammerschönen türkisfarben, ne? Wieder mit meinem Basecoat, Topcoat. Und ich glaube, auf dem Ringfinger möchte ich schon ein bisschen Glitzer haben. Also werde ich mir den von OPI nehmen. Und das ist die Sparklicious HLB, bla bla bla. Den gibt es ja leider nicht mehr. Den hätte ich so gerne wieder. Ja, und dann wollen wir gleich auf jeden Fall erstmal schön fett frühstücken. Und bevor der junge Mann wach ist, mache ich meine Fingernägel, wie gesagt. Dann gehen wir duschen, machen uns fertig, frühstücken. Ja, und wir nehmen euch heute einfach mal ein bisschen mit. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen und dann bis später. Endlich ist der Lack fertig getrocknet. Sieht das nicht schön aus? Ich finde den so, so cool, diesen Kiko-Lack. Ich habe das jetzt auch gerade bei Twitter, Facebook und Instagram einmal gepostet. Und ich glaube, euch gefällt's. Mal schauen. Und 15 Likes und da schreibt jemand, wow, super Kombination. Und ich habe es vor 5 Minuten gepostet. Und jetzt, da sie endlich trocken sind, ich muss jetzt nur noch einmal den Nagelrand und die Haut einmal ein bisschen eincremen. Und dann, oh, ich finde, das strahlt so hammermäßig. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und auf jeden Fall, jetzt, wo der Lack trocken ist, darauf wollte ich hinaus, kann ich jetzt endlich duschen gehen und mich fertig machen. Und dann will ich auf jeden Fall den Frühstückstisch decken. Jetzt ist gerade der Schatz aufgewacht. Das wird ja auch mal Zeit. Und ich habe mir nämlich jetzt richtig Gas gegeben, mit dem Tisch zu decken. Die Brötchen sind gerade im Ofen und die Eier kochen noch. Das denke ich mal, wird hinter mir blubbern. Also wundert euch nicht. Und die hat mich ja mal gebeten, ich soll mal so ein Food Haul oder so machen. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, weil ich bin jetzt auch nicht die gesündeste, was Essen angeht. Deswegen wollte ich euch nur mal kurz zeigen, was bei uns jetzt so auf dem Frühstückstisch liegt. Einmal lieben wir von Penny, das ist so eine Hähnchenbrust, Spitzenqualität. Die kostet, glaube ich, 89 oder 99 Cent. Und dann lieben wir die Salami 1A, auch von Penny. Kostet jetzt gerade 89 Cent. Ich glaube, sonst knapp über 1 Euro oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Dann haben wir hier Frühlingsquark und der ist neu. Steht ganz groß drauf. Entschuldigt übrigens meine Stimme, so ein bisschen bin ich noch verschnupft. Und da ist reich an Eiweiß, steht da dran. Und ich habe mir noch geholt, finde ich super lecker, weil ich ja so gerne Tomate Mozzarella esse, habe ich mir hier mal so eine mediterrane Creme mitgenommen, auch von Penny. Hat, glaube ich, 1,29 oder so gekostet. Oh, das finde ich super, super lecker. Und dann mit Pfeffer drauf. Und hier einmal mal Schmelzkäse, da hatte ich auch mal wieder Bock drauf. Einfach so auf so ein Toast, was noch richtig schön warm ist und das richtig so schmilzt. Ich liebe das. Dann natürlich, ich glaube, das fehlt auf keinem deutschen Tisch, ist einmal Nutella. Dann esse ich auch immer sehr, sehr gerne Bienenhonig. Okay, der hält auch sehr, sehr lange an. Dann haben wir hier ein, ja, das ist kein Multisaft, sondern so ein Vitamin C und Magnesiumsaft. Einmal, dann haben beide, habe ich uns noch einen Salbeitee gemacht, weil wir ja beide noch ein bisschen erkältet sind und das hilft natürlich bei Halsschmerzen und so weiter. Dann fehlt bei uns nie sonntags Tomate, Gurke und Mozzarella. Wir lieben das. Dann haben wir diese Weight Watcher. Margarine ist es, glaube ich, nicht. Also es ist doch, es ist Margarine, aber hat so einen Buttergeschmack. Schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Und dann das Gewürz Aromat. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ich liebe dieses Gewürz auf Gurke oder vor allem auf Ei. Ich esse es immer auf Ei. Sehr, 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 sehr lecker. Und hier ist schon was von der Blume reingeflogen. Und ja, Salz, Pfeffer, Brötchen kommen da gleich noch rein. Und wir lieben es, sonntags zu frühstücken. Ich glaube, das machen wir schon, seit wir uns kennen. Und ja, das ist so das, was wir morgens essen. Oh,
diese Stimme, der Schleim. Die Nacht war eh total katastrophal. Und jetzt freue ich mich auf jeden Fall, dass wir gleich essen können. Wie gesagt, er ist jetzt gerade aufgewacht. Und dann sehen wir uns nachher auf jeden Fall weiter. Vor allem wieder. Tschüssi. Und hier herrscht absolutes Chaos. Hier von meinem Nagellack eben noch lackieren, habe ich erstmal alles rübergeschmissen. Denn der schmeckt auch super lecker. Das ist so süffig. Das ist von Penny, kostet 69 Cent. Mal zu so einem coolen Film. Wir haben gestern Parker geguckt und dann so ein Glas Wein dazu oder eine Schorle. Denn wie gesagt, hier alles liegt rum, oh Gott. Denn das ist noch die Hähnchenbrust. Ach, siehst du, die ist noch angefangen. Und das sind die Brötchen, die wir meistens essen. Manchmal holen wir uns auch frische, aber wir mögen das gerne, wenn die noch so schön warm sind. Und da schmecken uns diese 6 Baguette-Brötchen, die kosten, glaube ich, nur 35 Cent oder so bei Penny. Sehr, sehr lecker. Eierpieker, Handy, Laptop, Zeitschrift habe ich vorhin noch angeguckt und ja. So, ich wollte euch jetzt mal einmal ganz fix im Schnelldurchlauf zeigen, was ich heute im Gesicht trage. Einmal die Catrice Photo Finish als Foundation. Dann habe ich konturiert mit dem P2 Summer Attack Bronzer. Das ist der hier. Dann habe ich die I Love Stage Eyeshadow Base benutzt. Dann habe ich Guerlain, meinen Highlighter, meinen heißgeliebten genommen. Oh, ich liebe den immer noch. Aber ich glaube, den werde ich nie in meinem Leben aufbrauchen. Dann habe ich von Essence mal wieder Legends of the Sky. Das ist schon mein zweites Päckchen. Genommen. Welche Farbe hast du? 01, No Better Way to Sky, das war meine LE. Und ich liebe, liebe, liebe diesen Blush. Ich liebe den wirklich ganz, ganz doll. Was habe ich noch benutzt? Dann habe ich so ein bisschen für Sommerbräune noch ein bisschen den Terra del Sol dazu genommen. Das ist die 3. Den finde ich auch ganz toll. Den habe ich so ein bisschen darüber gemacht, weil der noch so ein bisschen bräunlicher ist. Der hat so einen orangefarbenen Touch. Dann habe ich als Concealer genommen den Löscher von Maybelline. Ich mache mal schnell Durchlauf. Dann meine geliebte Mascara momentan von Chanel. Dann einfach nur als Lipgloss ein Lip Jelly heißt der. Und vorher habe ich von Zuckerschnute Balea den Labello aufgetragen. Ich hatte keine Lust irgendwie auf Farbe auf den Lippen. Augenbrauengel habe ich benutzt und natürlich vorher meine Augenbrauen aufgefüllt und gestylt. Für den inneren Augenwinkel habe ich Diamonds Eye Powder genommen. Das ist von, 08 Ember Reval de Loup. Das war, glaube ich, mal, nee, das war keine LE, aber sie haben es komischerweise rausgenommen, obwohl die Dinger voll cool sind. Dann habe ich die Catrice Camouflage benutzt. Und einen Lidstrich habe ich gezogen mit, wie heißt du, Glam Stars Liquid Eyeliner von Adeco. Den finde ich auch richtig, richtig cool. Und dann habe ich in meiner Lidfalte den Kiko Lidschatten genommen, die 05. Der hat so einen coolen, sag mal schnell, Glitzer mit drin. Warte mal, kriege ich das jetzt auf mit einer Hand? Kriege ich das auf? Ich glaube nicht. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Jetzt. Da ist er. Der funkelt so schön. Mein Freund macht gerade den Abwasch, deswegen der Lärm. Und auf dem gesamten Lid habe ich getragen, aua, diesen Ton hier. Das ist so ein Cappuccino-Ton. Nur den auf das gesamte Lid. Und wie gesagt, mit dem hier habe ich dann in der Lidfalte ein bisschen rumgespielt und ausgeblendet. Und gehighlightet habe ich mit dem und dem Girl. Gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too. Ja, das ist eine ganz schlechte Übergangsjacke, eine Frühlingsjacke von H&M in Navyblau, würde ich sagen. Das Converse T-Shirt. Das ist so ein richtiges Quietschgelb. Hier, das kommt, glaube ich, gar nicht so rüber. Müssen wir nachher mal gucken. Richtig. Und die Jacke ist auch richtig cool. So Übergang, weil bei uns ist heute richtig windig. Dann die Jeanshose. Genau, die ist von Energy, K-Max. Ja. Und die Schuhe. Die sind neu, ne? Ja. Sind das auch Converse? Jo. Hammerschuhe. I love it. Ja, du bist Gangster. Dann habe ich diesen Schal hier, das ist so Neon Pink, den habe ich von meinem Schatz gekriegt, von Chibo hast du den, ne? Genau, von Chibo. Dann trage ich so ein Glitzerarmband einfach nur. Und dann habe ich hier oben einfach eine Jeansjacke an, die habe ich von H&M vorletztes Jahr, glaube ich. Doch, das müsste so Frühjahr vorletztes Jahr gewesen sein, ich liebe diese Jacke. Und dann habe ich so ein, das ist Kurzarm von EDC, so ein schwarzes,
Hat hier zwei Täschchen, sonst ganz schlicht gehalten. Jetzt auch mit ein paar Katzenhaaren, wie ich gerade sehe. Und dann trage ich eine Leggings, die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Die hat hier unten so einen Reißverschluss. Ist so aus Jeans, ja, Jeans-Optik, würde ich sagen. Und unten trage ich meine Boots, die habe ich ja von Humex gehabt. Letztes Jahr, so im Herbst, habe ich mir die geholt. Warme Füße, ganz, ganz wichtig. Und ja, das ist mein komplettes Outfit. Und ja, Nägel habe ich euch ja heute Morgen schon gezeigt, was ich verwendet habe. Und ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall shoppen. Und ja, mehr weiß ich auch nicht. Und die ganzen Leute gucken schon. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an und gehen los. Und jetzt sind wir gleich in der Innenstadt. Also jetzt sind wir gleich mitten im Zentrum. Und deswegen würde ich sagen, nehme ich jetzt erstmal die Kamera weg, weil die Leute werden uns denken, wir haben richtig einen an der Palme. Und deswegen, aber wir werden weiterfilmen. Also bis später, jetzt kommen. Wir waren bei Karstadt, wir waren bei TK Maxx, wir waren bei DM natürlich. Zeig mal die Tüte. Nur hochhalten einmal, genau, dass sie das sehen. Bei DM waren. Ich glaube, das zeige ich euch nachher nochmal in Ruhe. Und bei TK Maxx habe ich mir einen richtig coolen Schal geholt. Schatz, warum zeigst du das denn nicht mehr her? Ja, aber ich mache kein extra Video dafür, oder? Ich weiß nicht. Doch. Oder doch, ich mache ein extra kleines Mini-Haul-Video. Und jetzt wollen wir noch einmal zu H&M und dann wollen wir eigentlich wieder Richtung nach Hause, weil die Stadt ist proppevoll. Ich hoffe, bis dato hat euch das Follow Me Around gefallen. Es war jetzt nichts Besonderes, aber wir haben euch einfach mal bei unserem Nachmittag teilhaben lassen, sagen Richtig. Wir mal so. Und ja, vielleicht sehen wir uns später nochmal. Tschüss! Tschüss!
hättest du dich jetzt abgemault, ich hätte mich tot gelacht. Sonne, juhu! Wie spät haben wir es eigentlich? Müsste so 5:30 sein, ne? 6. Okay. So, ihr Süßen, wir sind jetzt endlich zu Hause. Ich mache sozusagen Resteessen von gestern. Ich hatte ja gestern Nudeln mit Ossi-Tomatensoße gemacht, so schön mit Fleischwurst drin und Knobi und Sahne. Den Rest esse ich jetzt und dazu schön lecker Feldsalat und dann mache ich mir da immer ein paar Spritzer einfach nur pure Zitrone rein und schneide ich die auf und drücke den Saft da so rein. Und mein Schatz, der macht sozusagen Frühstück again. Der macht sich nur jetzt 2 Brötchen und mit seiner Hähnchenwurst und vielleicht noch das Ei von heute Morgen. Und dann gucken wir jetzt nämlich gerade endlich unser Ab ins Bett, unsere Lieblingsfolge auf dem Sonntag. Und somit verabschieden wir uns jetzt auch. Tachchen Willi. Und ich hoffe, oder wir hoffen natürlich, dass euch das Video ganz, ganz toll gefallen hat. Und der Haul kommt natürlich separat. Das ist ja wohl klar wie Kloßbrühe. Und deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann immer ihr das auch seht. Ne, Schatz? War ein schöner Tag. Auf jeden Fall. Okay, dann sagen wir mal tschüss. Tschüss.